Test 2345. Reporter Ziel ist einmal live für euch mehr vor Ort, um einen absoluten Skandal zu filmen. Seht ihr das da? Seht ihr dieses Kiesfeld vor euch? Hier ist ein, ja, wie nennt man das? Ein Bagger, eine Raupe durchgefahren und hat alles planiert. Wisst ihr, was sich auf diesem Kiesbett vorher befunden hat? Mein persönlicher Brombeergarten, der hier auf diesem zerfallenen Grundstück seit Jahren steht und wo ich euch auch schon vor's Jahr für euch gefilmt habe. Ich liebe Brombeeren. Viele sagen in Videos, die sind schon reif, aber bei mir direkt vor der Haustür sind sie noch nicht reif. Dieses Grundstück hat nämlich jemand gekauft und macht hier Parkplätze draus und Garagen. Und 2/3 wurden weggeballert von meinem persönlichen, privaten Brombeerbusch. Was sagt ihr dazu? Ist das nicht schlimm? Hier rechts stehen schon die ersten Autos. Und hier kommen Garagen hin und da versteckt sich gerade eine Katze, die ich mit 83-fachen Zoom filmen kann. Fokus. Ja, der Zoom ist der Hammer, ne? Sich gerade eine Katze versteckt. Das wollte ich euch nur mal zeigen, dass ich mit einer Raupe mal eben 2/3 meines persönlichen privaten Brombeergartens ohne mein Einverständnis einfach weggeballert haben. Ich bin gespannt, ob sie den Rest hier stehen lassen oder den Hügel dort, weil sie dort vielleicht keine Garagen bauen lassen. Bin ich mal gespannt, wie viel die von den Grundstücken noch planieren. So, jetzt gehe ich erstmal wieder nach Hause und rede dann eine Runde weiter drüber. Und hier nochmal kurz aus einem anderen Blickwinkel. Da oben 1/3 steht noch. Dieses kleine Drittel und 2/3 haben sie weggemacht. So sieht das jetzt aus. Und wird ein Parkplatz. Mal ranzoomen. Ja, los. Genau. Wie können sie es wagen? Test, Test. So, jetzt bin ich wieder zu Hause. Gott, war es kalt draußen. Jetzt haben wir es. 5.57 Uhr laut meiner Laseruhr. Ich war gerade draußen live vor Ort. Noch bevor die Matrix aufwacht. Damit ich nicht beobachtet werde, wenn ich dort rumfilme. Ja. Und was sagst du zu diesem absoluten Skandal? Dass die meine Brombeerbüsche weggemacht haben. Bitte schreibt das jetzt sofort in die Kommentare. Gut, das ist das eine. Was ist das andere, was ich noch erwähnen wollte? Ja, vor allem Neuzugänge, die mit dem Begriff Matrix nichts anfangen können, wollte ich noch sagen. Ne? Das ist die Summe aller menschlichen Konditioniertheiten von Dingen, die nicht sein müssten. Die ich entweder, also von Glaubenssätzen, die ich entweder noch nie verfolgt habe oder im Laufe meines Lebens abgelegt habe. Der Durchschnittsmatrix-Reporter, der steht früh auf und geht innerhalb eines angestellten Verhältnisses zur Arbeit, was ich nicht tun würde, wäre ich krank von. Bei Selbstständigkeit ist das okay, auch wenn es in Deutschland Sklaverei ist, weil 50% deines Verdienstes von dir einfach so stehen dürfen, per Staat. So, herrscht mal dazu. Auch eine kleine Geschichtsunterricht in diese Richtung, genau. Und deswegen, ich finde das ganz, ganz schlimm, dass die mal eben meine Brombeerbüsche, meinen Besitz, mein Eigentum, ja, ich habe das so bewertet, einfach mal so wegrationieren. Das erinnert mich, für die, die jetzt anderer Meinung sind, das erinnert mich an ein Video von Eckart Tolle, beziehungsweise Aussagen, die er in seinen Büchern und Videos getroffen hat. Die Illusion von Besitz, ne? Ich habe mir eingeredet, ich besitze diesen Buschwald und der, der jetzt dieses Grundstück gekauft hat, bildet sich auch ein, er besitzt es, weil ihn dies Dokumente bestätigen. Aber Besitz ist und bleibt Illusion, jeder Art. Es gibt nur noch Formen, die mit Formen interagiert, Punkt. Besitz existiert nicht. Und deswegen kann ich da draußen, egal ob das Dokumente bestätigen oder nicht, alles als Besitz bewerten, weil das tun die Menschen, die es nicht mit Dokumenten und Geld bestätigen, dass sie es besitzen, ja auch. Aber es ist eigentlich einfach nur Erde, ein Fleckchen Land. Das erinnert mich auch an die Illusion von Grenzen. Es ist eigentlich nur ein Fleckchen Land, wo zufällig, oder auch nicht per Zufall, auf jeden Fall auf natürliche Weise etwas entstanden ist, etwas gewachsen.
Meine Brombeerbüsche. Ich bin wirklich mal gespannt, wie viel davon überlebt und ob alles wegbombert. Aber so wie ich die Natur kenne, ist ja das egal. Das heißt, man muss ja nicht traurig oder sauer sein, auch wenn es mich auch schon mal betroffen macht anfangs. Aber wenn er das da wegplaniert, irgendwas bleibt immer. Ich sehe es ja bei Unkrautrupfen vor meiner Garage. Ja, die Ordnungsamt schickt mir immer Strafgelder, wenn ich kein Unkraut rupfe. Also das Ordnungsamt schickt mir Strafgelder, wenn ich Natur vor meiner Garage nicht vernichte. Und da habe ich ja gemerkt, dass es sehr schwer ist, Natur zu vernichten. Das Unkraut wächst innerhalb von Sekunden wieder nach. Das heißt, wenn dort Garagen gebaut werden auf diesem Grundstück, was ich irgendwo faszinierend finde, Garagen kann es nie genug geben. Ich bin auch Fan von Garagen, von eigenen Garagen. Wird da neben den Garagen sich wahrscheinlich neue Brombeerbüsche tummeln und ich die dann auch pflücken. Und vielleicht auf diesen ganz steilen Hang, der ganz dahinter, hinterm eigenen Brombeerfeld, wird wahrscheinlich auch noch was wachsen. Das heißt, ich werde nicht verhungern. Ich wollte schon immer mal so einen Stängel von dort holen und mal Brombeeren auf meinen eigenen Hof anbauen. Es wird langsam mal Zeit. Nur leider habe ich da nicht sehr viel Erde. Und da wächst jetzt bei mir gerade einmal ein bisschen Giersch, den ich vorher ja angepflanzt habe. Ja, bin ich jetzt durch mit meinen Themen? Ich glaube, ich bin heute durch. Wollte euch nur mal diesen Skandal aufzeigen. Ich bin ja der beste investigative, alternative Journalist der Welt. Nee, ich finde nichts Schlimmeres als Journalismus. Egal ob in einem angestellten Verhältnis der Mainstream-Lügen oder alternativer Medien von Aufklärung, ist einfach nur langweilig, wenn sich Leute den ganzen Tag mit Weltgeschehen befassen. Es ist und bleibt langweilig. Egal aus welcher Perspektive, egal wie viel dazu gedichtet, egal wie viel erstunken und erlogen oder ausgelassen oder egal wie wahr, es ist zutiefst langweilig, sich mit dem Weltgeschehen zu befassen. Hat man weniger Zeit, sich mit sich selbst zu befassen? Keine gute Idee. So, von daher, mehr mit sich selber befassen und glücklich sein. Ich freue mich dieses Jahr auf die Brombeeren, die da noch stehen werden. Hoffentlich. Wenn die dann mal reif sind, die Überwische, die jetzt noch da sind. Denn da er jetzt nicht weiter planiert hat, scheint das jetzt erstmal so zu bleiben. Hat euch eine Firma aufgekauft, habe ich mir sagen lassen. Der jetzt Privatparkplätze vermieten möchte, als Zusatzeinnahmequelle. Da er jetzt nicht weiter planiert hat, den Tag mit der Raupe, und das jetzt auch schon etliche Tage oder Wochen her ist, gehe ich davon aus, dass jetzt erstmal nicht weiter planiert wurde. Es macht keinen Sinn, das so in Schritten zu machen. Bin mal gespannt, was da auf diese bisher freie Fläche da drauf kommt und wie viel da drauf kommt und wie viel Einnahmen sich da generieren lassen. Ich frage mich bei dieser Form von Selbstständigkeit immer, ob da sich der Aufwand und Nutzen eigentlich lohnt. Weil für die Stellflächen verlangt er aktuell nicht viel, nur 20 Euro pro Auto pro Monat. Das ist sehr wenig für einen Unternehmer, also dass sich das Ganze trägt, da Planierraupen zu bestellen und aber 10.000 Euro auszugeben für Garagenbau und so Schwachsinn. Ob sich das rentiert, bin ich mal gespannt. Kosten-Nutzen-Faktor, versteht ihr? Ja, ich denke wie ein Unternehmer. Selbstständigkeiten sind der einzige Weg eines Berufes überhaupt, wenn man so dumm ist zu arbeiten. Und, ja, das war's. Da wollte ich euch nicht erzählen. Ich bin dann mal durch. Fragen und so, und Kommentare. Und jetzt muss ich hier mal einen Knopf suchen. Das ist schön, dass ich das Display drehen kann und mich so sehen, wenn ich die Kamera so auf mich halte. Auch den Ausmachknopf. Ja, der ist noch, ich hab ihn gefunden. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal.